So, als nächstes die Himmelsterrasse. Schauen wir uns so nach und nach alle Regionen hier an. Die Mogris sind echt ziemlich verkappt, was das Aussehen angeht. Okay, allzu groß scheint ihr ja nicht zu sein, die Himmelsterrasse. Ja, ich bin der Mogri der Klasse 3, Kupo. Warum? Hast du noch mehr so geistreiche Fragen, Kupo? Warum hast du den Hut wie Slash auf? Ich frag nicht weiter nach. Seems like I'm always running into you guys. Hm? We're in the same class at the same academy. Of course we see a lot of each other. Yeah, I know, but... Actually, I had no idea that Rem was even in the Dominion. If only I had known you were here, Machina, I would have tried to get in touch with you, I would have. I can't believe we kept missing each other for 2 months. You two actually knew each other before coming here? Rem and I? We're from the same village. We saw each other at a drill. I hadn't seen him for 7 years. I knew it was you. You haven't changed. Look at you. I was surprised by how tall you'd gotten, Machina. When we were back in the village, you were shorter than I was. Yeah, like I said, you haven't changed. Oh, wie niedlich. Ein Supertrank erhalten. Da haben wir doch unsere Romance für diesen Teil, denke ich mal. Let's do it. Nach dem Befreiungskampf erhielt ich einen Brief. Mein Bruder starb auf dem Schlachtfeld, hieß es. Man überreichte mir ein paar Unterlagen und all seinen Nachlass, aber für mich war es, als ginge es um einen vollkommen Fremden. Er war alles, was mir von meiner Familie noch blieb. Und jetzt kann ich mich nicht mal mehr an ihn erinnern. Ich weiß nicht, was mich trauriger macht, dass ich meinen Bruder verloren oder dass ich keine Erinnerung mehr an ihn habe. Und das Traurige ist, du warst dabei, als er gestorben... Nee, warst du nicht, stimmt gar nicht. Du warst nicht dabei, als er gestorben ist. Aber Ace war dabei. Und er scheint sich ja auch wirklich gar nicht mehr an ihn zu erinnern. Can I help you? Es war sicher das Schicksal, das uns im Befreiungskampf zusammengeführt hat. Bestimmt. Hey. Machina und Rem scheinen sich wirklich nahe zu stehen. Ist das mehr als Freundschaft? Na klar doch! Da ist eine Romance am Start. So, mehr gibt's hier aber erstmal nicht zu tun. Schauen wir uns noch weiter um. Der Salon. Da treffen wir doch bestimmt auch irgendjemanden, mit dem wir sprechen können. Und wieder ein seltsam gekleideter Mogri. So, schauen wir doch mal. Sind das hier... Du bist doch jemand bei uns aus der Klasse, yeah, oder? Jack, ah ja. Mutter ist hier an der Akademie, also ein ziemlich hohes Tier. Die Leiterin der Magiefakultät, wie? Scheint so. Hey, how are you doing? Ach ja, und Cater. Auch so eine, von der ich nicht so richtig weiß. Heißt sie jetzt Cater oder wie spricht man das denn aus? Wer heißt denn so? Dieser Kurasame geht mir jetzt schon auf die Nerven. Der kalte Tod? Den Namen kann er sich doch nur selbst gegeben haben. Wer weiß, wer weiß. Seit dem Befreiungskampf kann ich mich einfach nicht mehr konzentrieren. Auch im Unterricht bin ich mit meinen Gedanken ständig woanders. Kupo? Oh, du bist doch aus der Klasse 0, Kupo. Habe ich mich überhaupt schon vorgestellt, Kupo? Nein, auch jetzt nicht. Die Klasse 0 existiert also wirklich. Okay, es gibt also mehr als 10 Klassen, sehe ich gerade. Die Klasse 0 hat wirklich die besten Aussichten, den Agito hervorzubringen. Wie gesagt, der Agito ist quasi der Retter der Welt, wenn man so will. Das ist also im Prinzip das erklärte Ziel von allen hier. Beinahe hätten wir die Akademie an das Imperium verloren. So ein Erlebnis brauche ich echt nicht nochmal. Ja, wer braucht das schon? Gut, ansonsten gibt es hier gerade nicht allzu viel zu tun. Schauen wir uns doch mal, ich glaube die Rüstkammer müsste das nächste sein, an, ne? Ach ne, der Gemeinschaftsraum, der ist nicht davor. Gut, dann schauen wir erstmal da vorbei. Mit Bar, stilvoll, was hat denn der Mogri da an? Warum haben die alle solche abgefuckten Kostüme an? Was geht denn mit denen ab? Naja, schauen wir erstmal. Was hat es eigentlich mit diesem Marshall Austin auf sich?
Das gilt es noch herauszufinden. Klasse 2 hat schwarze Capes an. Ah ja. Alle geraten in Panik wegen der Ultima-Bombe. Solange wir unter dem Schutz des roten Kristalls stehen, haben wir doch nichts zu befürchten. Das dachten die Leute in Lorica wahrscheinlich auch, dass sie unter dem Schutz des schwarzen Kristalls stehen. Hat nicht so ganz funktioniert. Seine Grausamkeiten wird das Imperium noch teuer bezahlen. Schauen wir mal. Concordia ist das Land, in dem die Leute Drachen kontrollieren können, richtig? Ja, und ich frage mich, warum wir eigentlich einen Drachen bei uns im Innenhof liegen hatten. Einen Verletzten. Aber jetzt müssen sich auch Kadetten am Krieg beteiligen. Ich kam an die Akademie, um Agitur zu werden, nicht um als Kriegswaffe missbraucht zu werden. Ja, wenn du die Welt retten willst, dann musst du auch ein bisschen kämpfen. Auf leeren Magen soll man nicht kämpfen, also ab zum Mittagessen. Viel Spaß. Guten Hunger. Ich kann mich nicht entscheiden. Was esse ich denn nur? Oh, das Problem kenne ich in der Mensa. So die Wahl zwischen Scheiße und Scheiße. Nein, so schlimm war das Essen eigentlich gar nicht. Wobei es, wir hatten immer so unsere Mythen, dass es ein Wiederverwertungssystem gibt. Fiel dann schon irgendwie auf, wenn es am Anfang der Woche irgendwas mit Kassler gab und am Ende der Woche gab es dann eine Fleischsoße zu den Nudeln dazu, in der man Kasslerstücken gefunden hat. War ein bisschen verdächtig. Naja, egal. Ich habe meinen Bericht schon wieder nicht fertig bekommen. Der Kommandant bringt mich um. Gibt's denn hier niemanden aus der Klasse 0? Naja, was soll's. Ich bin der Mogri der Klasse 12 und meine Kadetten sind alle etwas besonders, Kupo. Okay, ich habe das Gefühl, je höher die Klassenstufe ist, desto schlechter sind sie, oder? Kann das sein? I wish I could get by without any people skills like King. Setz dich hin, ruhe dich aus. Als Kadett muss man hin und wieder den Alltag vergessen dürfen. Nein, keine Zeit, keine Zeit. Wir machen uns auf ins Rüstungslabor. Ich nehme mal an, dort können wir irgendwelche neuen Sachen erwerben oder so, was unsere Rüstung erhöht, oder worum geht's dabei? Schauen wir einfach mal. Vielleicht können wir ja auch selbst unsere Rüstung irgendwie verbessern oder irgendwelche besonderen Fertigkeiten drauflegen. Könnte ich mir vorstellen. Es ist kein Wunder, dass die imperiale Armee so stark ist. Alle ihre Waffen werden von der Kraft ihres Kristalls gespeist. Du siehst mal wieder sehr speziell aus. Du bist aus der Klasse 0, nehme ich an. Cooper, ho ho! Ich bin der Moki aus der Klasse 11. Sehr erfreut, dich kennenzulernen, Cooper. So, schauen wir uns erstmal die anderen an. Hubrumme Beamter. Du befindest dich hier im Rüstungslabor. Umschlagplatz der exklusivsten Waffen und Rüstungen in ganz Ruhrbrumm. Auch du bist hier sicher fündig. Schauen wir mal. Achso. Ich dachte, er hat noch was für uns, weil er immer noch das Fragezeichen über dem Kopf hatte. Das ist aber nicht das Ergebnis, das ich erwartet habe. Habe ich etwa die Gleichung falsch berechnet? Aber eigentlich... Tja, du kannst es halt nicht. Don't forget to train. Atemberaubend. Dieser Ort riecht förmlich nach Fortschritt. Okay, haben wir mal wieder einen aus Klasse 0. Hier noch jemand. Hey. Sice. Ah ja. Bist du irgendwie auf einem Coolness-Trip? Oder... Na egal. Die zwei Neuen. Ram und Machina, ja? Solange sie mir bei den Missionen nicht in die Quere kommen, sind sie mir ziemlich egal. Du nervst mich jetzt schon irgendwie, muss ich zugeben. Mit deiner... ich bin so cool, komme bloß nicht in die Quere. Unnahbarkeitsdingens da. Naja, gut. Vielleicht ist sie ja gar nicht so schlimm, aber Pluspunkte sammelt sie mit ihrem ersten Auftritt nicht so. Ich verkaufe erlesene Waffen und Accessoires. Um deine Missionen zum Erfolg zu bringen, kommst du um einen Einkauf bei mir nicht herum. So, schauen wir uns mal an. Silberkarten würde sich vielleicht sogar anbieten mit Ace erstmal, weil der ja doch relativ wichtig zu sein scheint. Ist das denn... Ich lass mal gerade. Es wäre cool, wenn die Fertigkeiten der momentan ausgerüsteten Waffen mit hinschreiben könnten. Kann man sich das irgendwie anzeigen? Nee, ne? Schade. Echt schade. Naja, was soll's. Sowas wäre vielleicht auch gar nicht schlecht. Ich spaß mir mal momentan noch irgendwelche Sachen zu kaufen hier. Können wir später immer noch machen. Ist ja jetzt erstmal so eine Kennenlernrunde bloß. Und damit kommen wir dann auch schon zur Magiefakultät, unserem letzten Ort.
Und ich nehme an, das Gespräch mit der Mutter wird dann wohl auch unsere letzten 2 Stunden kosten. Wird wahrscheinlich ähnlich wie das Rüstungslabor sein, um unsere Fertigkeiten zu verbessern, beziehungsweise in dem Fall ja jetzt eben, um die Magie zu verbessern. Kadetten haben normalerweise keinen Zutritt zur Magiefakultät, aber Dr. Al-Raisha hat der Klasse nur eine Sondererlaubnis erteilt. Ihr könnt kommen und gehen, wie es euch beliebt. Schön, gefällt mir. Und du so, Queen, wie denkst du darüber? Hast du dich schon über die SO informiert? Über die was? Nein, habe ich nicht. Die Special Orders. Ah, da haben wir es doch. Oder Spezial Orders. Also mal ehrlich, entweder ihr macht Special Orders oder ihr macht Spezial Ordern. Was ist denn die Mehrzahl von Order? Keine Ahnung. Na, egal. Die Special Orders, die SO, unterliegen meiner persönlichen Aufsicht. SO sind ein von Dr. Al-Raisha entwickeltes System, um die Entwicklung eurer Fertigkeiten voranzutreiben. Ich brauche jedoch deine Zustimmung, bevor ich die Klasse 0 für dieses System autorisieren kann. Es hat nämlich einen kleinen Haken. Könnt ihr eine der euch im Rahmen einer Mission aufgetragenen SO nicht erfüllen? Erwartet euch der Tod, ja wunderbar! Auch wenn Frau Doktor sicher ist, dass diese Herausforderung das geeignete Training für die Klasse 0 darstellt, hat sie Verständnis dafür, wenn euch das Risiko zu hoch ist. Die Entscheidung liegt also ganz bei dir. Ist ja sehr sympathisch. Der Inhalt empfangener SO lässt sich mit der Select-Taste aufrufen. Auch nach dem Öffnen einer SO besteht immer noch die Möglichkeit, sie abzulehnen. Für das Abschließen einer SO erhältst du am Ende des Einsatzes eine Belohnung. Ein rotes SO-Symbol verspricht dabei einen besonderen Preis, den du bei Abschluss sofort erhältst. Beim Annehmen von Spezialordern erhältst du positive Zustandsveränderungen und entsprechend der Anzahl erfolgreich ausgeführter Orders auch Belohnungen. Gelingt es dir jedoch nicht, eine SO erfolgreich abzuschließen, bezahlst du mit dem Leben. Dir bleibt allerdings die Möglichkeit, dem Tod zu entkommen, wenn du 3-mal erfolgreich dem Portal ausweichst, das erscheint. Möchtest du dich für das SO-Programm einschreiben? Na klar doch! Wir spielen gern mit unserem Leben. Ich wusste es. Nicht umsonst bist du in der Klasse 0. Ich habe ebenso hohe Erwartungen wie Dr. Al-Raisha an euch. Okay. Nein, will ich nicht. Ich will mich nicht abmelden. Gibt's hier irgendwas Neues? Nee, komm. Nein, nicht deaktivieren. Aktivieren. So, okay. Dann sprechen wir doch mal mit Mutter. You look well. Hast du dich schon ein wenig an das Leben hier in der Akademie gewöhnt? Ich möchte dir noch etwas mit auf den Weg geben. Hast du einen Augenblick Zeit? Natürlich. Du erinnerst dich, dass die Kristallmanipulatoren des Imperiums nur auf euch 12 keine Wirkung hatten? Ah, jetzt wird's langsam interessant. Ihr fragt euch doch sicher warum. Nun, die Kristallmanipulatoren unterdrücken die Macht des roten Kristalls. Eure Magie hingegen entspringt einer ganz anderen Quelle. Ganz wie ich es mir gedacht habe. Welche? Also wirklich, der Liebe eurer Mutter natürlich. Scherz beiseite. Ihr müsst euch auch in Zukunft keine Sorgen um die Kristallmanipulatoren machen. Sie können euch nichts anhaben. Ihr seid etwas ganz Besonderes. Glaubt an euch und macht eure Mutter stolz. Da bin ich ja mal gespannt, was sich da ergeben wird in Zukunft. Was die Quelle unserer Macht ist. Oh, I have a special message on my comm. Special message? Yes. It appears that the Moogle is calling us all to a meeting. So let's go back to the classroom and ask the Moogle what it's about. Yes. And, what's a comm again? Oh, it was the name of the communicator that was issued to us. Crystal Oriented Messaging Medium is what the letters in comm stand for, or so I'm told. Ja, oder halt Kommunikator. Interessante Ton. Ja, Einsatztag. Es wird Zeit. Können wir bei dir schon irgendwas machen? Nein. Okay, das ist immer noch wie vorher. Ich glaube, hier gibt es momentan auch nicht mehr für uns zu tun. Dann brechen wir doch mal auf. Ab ins Klassenzimmer mit uns. Wobei, wir müssen ja gar nicht ins Klassenzimmer. Wir müssen ja eigentlich da hoch, oder? Ich gehe trotzdem nochmal hier rüber. Was ist das hier eigentlich? Klassenzimmer der Klassen 7 und 8. Ah, da können wir auch noch hin. Cooper? Wo bist du denn hin? Die Magieportale anderer Klassen kannst du nicht benutzen, Cooper. Okay, dann doch nicht. Lassen wir das halt.
So, wir schauen nochmal kurz hier vorbei. Irgendwas war ja hier noch, ne? Hatten sie doch gemeint. Aha. Mission, da geht's also los. Hi, Tom Berry. Ach, du kannst nicht reden. Okay. Macht nichts. Sobald ihr genaue Anweisungen von eurem Kommandanten erhalten habt, könnt ihr die Akademie über die Eingangshalle verlassen, Cooper. Okay. Alle bereit? Naja, mehr oder weniger, wenn ich die mir so angucke. Los geht's. Die Klasse 0 hat Befehl zum Ausrücken erhalten. Für diese und kommende Missionen steht euch das Verstärkungssystem zur Verfügung. Verstärkung aus der Akademie. Du kannst dich auf deinen Einsätzen durch Verstärkung aus der Akademie unterstützen lassen. Fällt eine Verstärkungsstreitkraft, wird dies zu den KOs der Klasse 0 hinzugerechnet. Verstärkung kann sowohl direkt vor Einsatzbeginn als auch über die Einstellungen unter Start angefordert werden. Es ist keine Schande, sich auf andere zu verlassen, um eine Mission zu einem erfolgreichen Abschluss zu bringen. Mission 21. Wassermond 842 AL. Missionsstufe 12. Wir sind nicht Stufe 12. Ich glaube, die besten waren Stufe 10 bei uns. Feuertaufe für die Kadetten. Der Einfall des Imperiums kostete die Rubrumer Armee über die Hälfte ihrer Truppenstärke. Um das Kräfteverhältnis auszugleichen, werden nun in Eliteeinheiten organisierte Kadetten in militärische Operationen zur Rückeroberung Rubrumer Gebietes. Da fehlt irgendwie ein Wort, oder? Zur Rückeroberung des Rubrumer Gebietes entsandt. Ziel dieser Mission ist die Stadt Maktai. Dies ist der erste offizielle Einsatz der Klasse 0. Ich habe hohe Erwartungen an euch. Verlasst die Akademie über die Eingangshalle und begebt euch in euer Zielgebiet. Nach erfolgreichem Abschluss der Mission erwarte ich euch hier zum Bericht. Möge der Kristall mit euch sein. Wegtreten. Okay. Let's go. Auf geht's. Können wir schon auf ein Dreierteam wechseln? Nee, ne? Wir sind immer noch alleine unterwegs. Na gut. Gehen wir mal mit Nein weiter. Ist ja eigentlich völlig egal, wen wir nehmen. So ein bisschen nervt die Sirene ja schon, muss ich sagen, ne? Achso, ich dachte gerade, wir müssen nach rechts, weil dieses Ding da rechts angezeigt wurde, der Feuervogel. Aber nein. Das hieß bloß, geht zum Ausgang. Geht klar. So, dann wollen wir mal. I'm rooting for you. Raus aus dem Tor und los geht's für die Klasse 0. Jetzt können wir zeigen, aus welchem Holz wir geschnitzt sind. Wir werden das schon schaukeln. Sind wir hier richtig? Hübscher Hut! Meine Klasse ist der festen Überzeugung, dass ihr es nur über Beziehungen zur Kadetten der Klasse 0 gebracht habt, Kupo. Wir können ja mal gegeneinander kämpfen, dann schauen wir mal, ob es nur über Beziehungen geht dabei. Good luck. So, los geht's. Das war komisch. Aber gut. Ich glaube, wir speichern nochmal kurz. Kann nicht schaden. Jo. So. Und los geht's, mein kleiner Mogri-Freund. Das ist euer erster offizieller Einsatz als Kadetten der Klasse 0, Cooper. Sammelt ordentlich Erfahrungspunkte, indem ihr Feinde besiegt, um eure Stufe zu steigern, Cooper. Nur die aktiven Kampfmitglieder unter euch verdienen auch EP, Cooper. Wenn es eng für euch wird, könnt ihr den Rückzug antreten, Cooper. Die Operation gilt dann als fehlgeschlagen, aber die Erfahrung kann euch niemand nehmen, Cooper. Schön. Hochstufen. Durch erfolgreiche Kämpfe können deine Charaktere Erfahrungspunkte sammeln und so ihre Stufe steigern. Allerdings verdienen nur deine aktiven Kampfmitglieder EP. Reservemitglieder erhalten auch auf Missionen keine EP, solange sie nicht eingewechselt werden. Nur zusammen seid ihr stark. Eine Besonderheit der Klasse 0 ist das breite Repertoire ihrer Kadetten. Damit dir immer ein geeigneter Kampfstil zur Verfügung steht und sich alle Kadetten ausreichend weiterentwickeln, solltest du sie regelmäßig an einem Reliktterminal auswechseln und auch außerhalb von Missionen EP sammeln lassen, indem du mit ihnen auf der Weltkarte kämpfst oder bereits abgeschlossene Missionen vom Titelbildschirm aus wiederholst. Das werde ich dann sicherlich mal zwischen den Aufnahmesessions mitmachen, denke ich. Die Reservemitglieder, die die aktiven Kampfmitglieder auf eine Mission begleiten, aber nicht aktiv am Kampf teilnehmen, erhalten nur dann EP, wenn sie ein gefallenes Kampfmitglied ersetzen. Drücke Steuerkreuz nach oben, um ein gefallenes Mitglied durch ein Reservemitglied zu ersetzen.
Zusätzlich kannst du an Relikt-Terminals Änderungen an deiner Truppe vornehmen und aktive Kampfmitglieder auswechseln. Rückzug antreten. Eine Mission lässt sich über Rückzug mit im Startmenü abbrechen. Du kehrst dadurch unverzüglich in die Akademie zurück. Sollten alle Kampfmitglieder K.O. gehen, kannst du die Mission vom letzten Speicherpunkt aus erneut starten. Alle Erfahrungspunkte gehen dabei jedoch verloren. Kampfgeist. In einigen Fällen erhalten die Kampfmitglieder zu Beginn eines Kampfes den Status Kampfgeist. Die jeweiligen Charaktere stehen dadurch automatisch unter Aura und Trance und erleiden weniger Schaden. Und Besonderheiten auf der Weltkarte. Auf der Weltkarte regenerieren sich die TP und MP automatisch nach jedem Kampf vollständig. Außerdem ist über das Startmenü jederzeit eine sofortige Repatriierung in die Akademie möglich. Eine was? Keine Ahnung. Auf geht's. Und los. Oh, Stille. Rubrum-Region. Mit wem sind wir denn jetzt eigentlich unterwegs? Ich habe keine Ahnung. Schauen wir mal kurz. Wo kann ich das denn einsehen? Hier, Gruppe. Nur mit Nein. Das ist ja super. Weiß nicht, ob das so gewollt ist. So, Feuertaufe für die Kadetten. Hier geht's los. Der Einfall des Imperiums kostete die Rubrumer Armee über die Hälfte ihrer Truppenstärke. Um das Kräfteverhältnis auszugleichen, werden nun in Eliteeinheiten organisierte Kadetten in militärische Operationen zur Rückeroberung Rubrumer Gebietes entsandt. Ziel dieser Mission ist die Stadt Maktai. Dies ist der erste offizielle Einsatz der Klasse 0. Ich glaube, das habe ich schon mal gelesen, aber egal. Mitglieder für den Einsatz wählen. Schauen wir mal. Was ist denn mit denen, die gelb sind? Das sind die, die jetzt Trance haben, oder? Ich weiß es nicht. Ich nehme die beiden mal mit. Wir probieren mal die neuen aus, so ein bisschen, oder? Nehmen wir mal Jack noch mit. Und King, Machina und Rem nehmen wir mal als die nächsten drei. So, ja, komm. Zack, zack. Ausrüstung ändern. Nein, wir haben ja noch nichts zum Ändern. So, achso, jetzt kann ich erst festlegen, wen ich mitnehme. Hä? Habe ich jetzt wieder zurückgedrückt, oder? Nee, habe ich nicht. Okay. Wen hatte ich denn als dritten ausgewählt? Weiß das noch jemand? Ich glaube Jack, ne? Ja, auf geht's. Unterstützung durch die Akademie. Möchtest du während der Mission Unterstützung von Mitgliedern der Akademie erhalten? Wir probieren es erstmal ohne. Wir schauen es uns mal an, wie es ohne geht.